Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Reality, das Browser-Game. Leute, heute gehen wir tatsächlich in die Riding School und ich habe auch noch nicht geklickt. Ich habe mich heute zusammengerissen und habe auch noch nicht geklickt, dass wir gemeinsam klicken. Ich habe 252 Klicks, das bedeutet, ich habe irgendwie wenig geklickt, Leute, weil ich vergesse es immer. Ich weiß nicht, warum ihr da immer so schön dran denkt, alle miteinander. Leute, wir haben zwei Hintergründe, die es diesen Monat gibt. Denn letzten Februar war ja Horse Reality schon da und letztes Jahr, in 2019, haben wir Lavender Sunset bekommen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingshintergründe und den gibt's nur im Februar. Ausschließlich im Februar, Leute. Das heißt, wenn ihr ihn haben wollt, habt ihr im Februar Zeit, Lavender Sunset euch zu holen, denn ab März ist er wieder nicht mehr verfügbar, bis logischerweise nächsten Februar. Dann haben wir aber noch einen zweiten Hintergrund bekommen. Der ist, so viel ich jetzt mitbekommen habe, das ganze Jahr da und der heißt Polish Poppies. Polish Poppies. Er ist, ehrlich gesagt, ähnlich, nur eine andere Farbe. Es ist eher so im Rot gehalten. Und ihr wisst Bescheid, ich kaufe einen für mich und einen für euch. Und das Einzige, was ihr tun müsst, um einen der Hintergründe zu gewinnen, ist mir jetzt in die Kommentare zu schreiben, wie ihr auf Horse Reality heißt. Bitte ganz oben den Horse Reality-Namen. Und warum ausgerechnet ihr den Hintergrund bekommen solltet. Solltet ihr Mitglied am Kanal sein, dann schreibt mir bitte auch in die Kommentare euren Horse Reality-Namen. Dann bekommt ihr automatisch einen Hintergrund. Also wenn ihr kommentiert, weil ich, ne, sonst vergesse ich noch einen. Also bitte einfach hier auf dieses Video kommentieren mit eurem Horse Reality-Namen und ihr erkennt das, ob ihr Mitglied seid oder nicht, dass ihr ein kleines Pferd neben eurem Namen habt. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall einen Hintergrund und die Mitglieder sind ausgeschlossen aus den fünf anderen Hintergründen. Ich hoffe, ich habe das irgendwie richtig erklärt, Leute. No. Also jedes Mitglied bekommt einen Hintergrund und dann bekommen nochmal alle Zuschauer fünf Hintergründe. Oh mein Gott, Leute. Ich habe unglaublich lange gebraucht, um das jetzt zu erklären. Oh mein Gott. Wenn ich es schaffe, wird nächsten Freitag schon ausgelost. Das heißt, ihr habt eine Woche Zeit mitzumachen und ich wünsche euch allen viel Glück und ja, genau. Ihr sollt natürlich auch nur mitmachen, Leute, wenn ihr auch wirklich Platz habt für Pferde. Der erste, der... Oh, ich sehe gerade Careful Horses, Leute. Careful Horses? Jawohl. Der erste, der den Hintergrund bekommt, ist, glaube ich, Ollivander. Ich glaube, Ollivander wird auch ausziehen. Das heißt, ihr könnt, glaube ich, auch den kleinen Ollivander bekommen. Also, ihr bekommt immer ein random Pferd von mir. Also, entweder ich kaufe das aus der Foundation raus oder das ist Nachkomme von mir. Das ist immer komplett so, wie ich sie halt gerade da habe. Und ich finde nichts. Und warum habe ich so viele Foul Does? Ich dachte, ich habe gerade alle Pferde benannt. Anscheinend nicht. Wo ist denn O? Ist O nicht vor? Ja, doch. Ist O nicht vor P? Ja, doch. ist es. Okay, Moment. Wo ist Ollivander? Hier ist der kleine Bob, der Ollivander. Wow. Der Hintergrund ist der Knaller. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu einem Fuchs so perfekt passt. Bin mir nicht sicher. Wir könnten aber noch jemanden ausprobieren. Das ist übrigens Livy. Und das ist Shadow Lace. Shadow Lace habe ich benannt nach einem Kommentar von euch. Und zwar Vane, by the way, glaube ich, hat den Namen gegeben. Und Livy ist der Name von Life Love Home. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig aufgeschrieben, Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auch mal wieder ein Pferd gekauft und zwar Red Dawn. Die kleine Maus hatte ich im letzten Video gesehen und Nati war so lieb und hat die kleine Maus mir reingestellt und ich fand sie ja einfach so mega, mega knuffig, dass ich sie mir geholt habe. Sie hat schon 28 erste Plätze. Ich finde sie einfach mega süß und ich überlege jetzt gerade, ob ich ihr nicht einfach auch den Hintergrund gebe und mal gucke, wie das bei ihr aussieht, Leute. Wow, das sieht mega schön aus, Leute. Besonders, glaube ich, wenn sie erwachsen ist, wird es richtig, richtig toll aussehen, Leute. Die kleine Red Dawn. Nati, nochmal vielen herzlichen Dank für die kleine Maus. Ich finde sie mega, mega süß. Ich bekomme im Moment wieder viele Pferde reingestellt. Es tut mir leid, wenn ich nicht alle Pferde kaufe, weil ich habe nur begrenzt Platz, Leute. Und ich habe gefühlt mittlerweile wieder so viele Pferde, weil ich habe so unglaublich viele Finn-Horses mir geholt, weil ich die einfach so richtig, richtig toll finde. Und die Better Lady hatte mir reingeschrieben, dass sie mir ein Pferd reingestellt hat. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an. Da ist die kleine Maus. Jetzt habe ich sie kurzfristig nicht gefunden, Leute. Und zwar hat sie mir dieses Pferd reingestellt. Nee, Moment, das ist die Tochter. Oha, war das gerade ein Schimmel?
Boah. Das sieht ja mega aus. Ein Schimmel, ja, einmal Schimmelchen. Wow. Schimmel ist ja mega schön bei denen. So, jetzt habe ich es. Ich wollte aber eigentlich auf die Mama. Und zwar diese hübsche Maus hat sie mir reingestellt mit Fohlen bei Fuß, Talula. Und die Talula, die ist richtig gut. 69 erste Plätze, wobei, also 61 zweite, aber 9-mal Day-Champion. Und liebe Bachelor Lady, die kaufe ich mir, die grab ich mir gleich mal, weil die gefällt mir richtig, richtig gut. Ich hatte die gestern schon gesehen und dachte mir, ich kaufe sie einfach im Video. Und ja, sie ist mega, mega hübsch. Das ist ihre Tochter. Und Leute, ist automatisch jetzt das Fohlen nicht mehr mitverkauft? Das finde ich ja mal mega interessant, Leute. Verkauft man jetzt das Fohlen nicht mehr mit? Schaut's mal, die Stute hat ein Fohlen bei Fuß. Das Fohlen gehört mir aber nicht. Das ist ja strange. Seht ihr das? Das Fohlen ist nicht mitverkauft worden. Das ist ja mega interessant, Leute. Hattet ihr das schon jemals? Ich dachte immer, dass die Fohlen automatisch mitverkauft werden. Ist das neu? Das habe ich gar nirgendwo gelesen. Das ist ja krass. Ich hätte gesagt, sie bekommt auf jeden Fall auch gleich den neuen Hintergrund, weil das bei ihr wahrscheinlich richtig toll aussehen wird. Da ist sie, die kleine Maus. Und sie werde ich auf jeden Fall... Wow! Oh, Leute, guckt sie euch an! Ist sie nicht bildschön? Oh, mein Gott. Und sie werde ich gleich von meinem Hengst decken. Von Juvenal, weil, Leute, er ist der allertollste Hengst ever und mit ein bisschen Glück, Leute, kommt da auch wieder ein Splashed White Träger raus. Ich hoffe es sehr und ich hätte gesagt, wir machen gleich Breed und dann hoffe ich, dass sie aufnimmt, weil das könnte ein richtig, richtig tolles Knallerfohlen werden, Leute. Oh mein Gott, ich freue mich so. Nochmal vielen Dank für die tolle Stute, liebe Better Lady. Dann haben wir außerdem noch zwei Fohlen bekommen. Also im Moment dreht sich bei mir irgendwie alles um Finn Horses, weil ich die Pferde im Moment einfach mega feier, Leute. Ich finde einfach den Skin auch so mega, mega schön. Ich habe von Finn Horses davor noch nie in meinem Leben was gehört, tatsächlich. Ich kenne so viele Rassen und ich kannte die Finn Horses davor tatsächlich nicht. Und ich bin aber absolut verliebt in diese Pferde. Die sind wunderschön. Was man im Moment nicht sehen kann, ist, ob sie auch ein dunkler ist, also ein Liver. Ich befürchte aber nicht, weil der Papa, glaube ich, keiner ist. Bin mir nicht ganz sicher, Leute. Das werden wir, glaube ich, erst sehen, wenn die... Warum ist denn die nicht versorgt? Die müsste eigentlich versorgt sein, Leute. Das werden wir, glaube ich, erst sehen, wenn sie erwachsen ist. Aber was wir jetzt machen können, ist, wir können mal gucken. Sie hat 636. Und hat ein großes A und zwei kleine E. Naja, mit dem richtigen Hengst könnte sie auch einen schwarzen bekommen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Oh mein Gott, was hat sie denn alles? Average, average, average. Und 1, 2, 3, 4, very good. Und 3, average. Naja, so schlecht ist es gar nicht. Leute, wir könnten sie mal anmelden in eine Show. Ich muss mal ganz kurz wieder Halfter verteilen. Ein paar Sekunden später. Und dann melden wir mal einfach alle an. Weil das Problem ist, immer einen rauszusuchen, ist immer irgendwie voll anstrengend. Ach so, genau, ich habe vergessen. Man muss immer mittlerweile ein bisschen warten, bis man hier was rausbekommt. Und da sind wir. Und eine hat ein ja! meine Stute von, wie heißt sie eigentlich? Harmony. Von Harmony hat ein First Premium bekommen, gleich beim allerersten Mal. Das ist doch mega cool. Wir nennen die kleine Maus Morning Star, weil ihr Papa heißt Morning Dew. Und jetzt habe ich aber leider schon wieder vergessen, was sie alles war. Sie hatte 4 Very Goods und 3 Average, glaube ich. Und ihr GP war irgendwas mit 637? 36. Ey, Leute, fast. Das habe ich fast richtig gehabt. Und ansonsten war nichts, ne? Ja, genau, okay. So. Die kleine Morningstar. Sollen wir ihr auch gleich den neuen Hintergrund geben? Ich randaliere jetzt wieder mit dem neuen Hintergrund, ne? Aber ich glaube, das würde gut bei ihr aussehen, Leute. Lasst uns den Hintergrund nochmal geben. Wir haben ja jetzt noch ein paar und ich feiere das immer, wenn wir einen neuen Hintergrund haben. Und hier ist sie, das kleine Mäuschen, Morning Star. Wow! Wow, Leute, das sieht auch richtig gut aus. Oh mein Gott, ich liebe den neuen Hintergrund. Ich glaube, ich mag zwar Lavender Sunset lieber, aber der passt jetzt eben zu den Pferden, bei dem Lavender Sunset nicht so gut gepasst hat.
finde ich persönlich, hätte ich gesagt. Wir haben außerdem noch ein Pferd bekommen und zwar dieses Mal einen Hengst. Und ich muss hier auch nochmal refreshen und dann werden wir ihn natürlich auch gleich testen. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Er hat 688. Oh. Das ist nicht schlecht, Leute. Ein großes E, ein großes A. Und wow. 1, 2, 3, 4, very good. Zweimal average. Das ist doch richtig gut. Und sein Papa war black. Oha. Sein Papa war black. Und die Mama eben braun. Und er hat ja theoretisch, kann er mit der richtigen Stute Black machen. 688 ist echt gut. Was hat denn die Pandora für Werte? Oh, das habe ich gar nicht reingeschrieben, Leute. 699 hat sie. Ja, okay, sie ist dann doch um einiges besser als ihr Sohnemann. So, dann habe ich ihn Boreas genannt, weil sein Vater heißt ja Morpheus und Boreas hat irgendwie gut gepasst. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel Sinn macht oder nicht, Leute. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Als letztes möchte ich noch einen meiner Quarter decken oder vielleicht auch zwei Quarter, Leute. Ich habe zwei Pearl-Hengste gefunden. Ihr hattet mir auch, ich glaube, zwei oder so Pearl-Hengste in die Kommentare geschrieben. Das Problem ist, ihr habt mir nur den Namen der Hengste in die Kommentare geschrieben. Danach kann ich nicht suchen. Das heißt, bitte schreibt mir immer den Horse-Reality-Namen von dem Besitzer des Hengstes rein, dass ich den Hengst dann tatsächlich auch finden kann. Ich habe einmal den Black-Hengst gefunden, Black Pearl, von Claudi 081 und dann The Purest Pearl von Agentized. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Mir persönlich gefällt natürlich der sehr, sehr gut, weil wir entweder Cream oder Pearl bekommen. Also das ist 100%. Außerdem hat er hier ein höheres GP. Und ja, das einzige Problem, was er hat einmal Below Average und Black Pearl hat auch Below Average. Ach, der hatte einmal Average, glaube ich, mehr. Genau. Aber so von den Stats her sind sie ziemlich gleich. Er ist, glaube ich, hier ein bisschen besser. Aber er gefällt mir einfach besser. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich decke einfach mit beiden und gucke, dass ich richtig, richtig gute Stuten hernehme. Dass ich vielleicht die Chance habe, dass wir tatsächlich was Gutes rausbekommen, Leute. Und zwar decken wir einmal The Purest Pearl mit Captain Rain. Captain Rain hat 7-mal very good. Sie ist ein absoluter Knaller. Eine absolute Knaller-Zuchtstute. Und da könnte was richtig Tolles bei rumkommen, Leute, weil sie ist Splash-Dry-Träger und hat Champagne. Somit könnte da potenziell was richtig, richtig Tolles bei rumkommen. Wir decken mit 30 Delta Points, denn das finde ich eigentlich ganz fair. Und bei Black Pearl, der kostet ein bisschen mehr, der kostet gleich 100 DP. Das ist mir persönlich ein bisschen zu teuer. Da decken wir dann mit 45.000 Horse Reality Credits. Und da habe ich mich für Stars Got Money entschieden. Sie hat 4-mal very good. Ihr seht schon, sie hat Overo, auch splashed white. Sie hat auch ein gutes GP von 661. Und auch hier könnte ein richtig, richtig tolles Tierchen bei rumkommen. Ich hoffe natürlich, dass beide Pferde, die ich bekomme, Pearl tragen werden. Aber ich bin auch schon zufrieden, wenn ein Pearl rauskommt, Leute. Dann machen wir Breed und dann hoffe ich natürlich, dass beide Stuten aufnehmen werden, denn ansonsten ist es natürlich mega traurig, wenn man ja so mega, mega viel Geld bezahlt. Als letztes besuchen wir natürlich noch einen von euch und das ist Life Love Home. Und ich habe gerade schon geguckt gehabt und da hat sie reingeschrieben, dass sie davor Animal Life 2002 war. Den Account musste sie wohl irgendwie schließen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber jetzt hat sie sich einen neuen Account gemacht und da hat sie schon relativ viele Pferde, Leute. Sie hat einen Akalteken, Araber, eine süße kleine Tinkerstute, Shire, Quarter, Mustangs, Norica, Oldenburger und eine Finhorse. Ich suche mir wie immer ein paar Pferde raus und dann sind wir gleich zurück. Als erstes habe ich mir natürlich wieder den Akalteken geschnappt, Leute. Ich züchte selber keine Akalteken, aber ich finde die ganz süß eigentlich. Das Einzige, was ich finde, sie sind ein bisschen dünn, aber das ist natürlich daran geschuldet, dass sie
wo gezüchtet werden. Oh Gott, Leute, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall nicht bei, in unseren Breitengraden, Leute. Ein wunderschönes Tier. Er deckt für 4.500 Horsefertility Credits oder 75 Delta Points. Dann habe ich mir noch diese Stute rausgesucht. Jagoda Sabino. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Jagoda. Jagoda? Ich hoffe, sie heißt Jagoda. Sie ist ein Flexen und hat natürlich auch Sabino, man sieht's. Ich finde die Araber einfach immer noch wunderschön, Leute. Wir müssen uns auch mal wieder um unsere Araber kümmern, denn seitdem die Finnhorses da sind, habe ich mich gefühlt nur für die Finnhorses interessiert. Dann haben wir noch einen weiteren Araber und zwar einen, der 8-mal Day-Champion war. Da müssen wir natürlich gleich mal nachgucken, Leute. Tatsächlich 8-mal Day-Champion, 221 erste Plätze. Das ist der absolute Knaller, Leute. Wie viel kostet er denn? 125, oha, das ist ein bisschen teuer, aber wir gucken mal, wen wir denn potenziell hätten zum Decken. Die Hanna. Leute, lasst uns doch die Give Never abnehmen. Wir decken mit Delta Points und dann hoffe ich, dass da was richtig Tolles bei rumkommt, weil er ist ja ein wirklich richtig, richtig hübscher Kerl. Das letzte Pferd, was ich mir rausgesucht habe, ist Hymperia und die ist einfach nur ein Traum. Ich züchte mittlerweile keine Oldenburger mehr, aber die Oldenburger in Palomino haben es mir schon immer angetan und diese Stute ist der absolute Knaller, vor allen Dingen der Hintergrund sieht einfach perfekt zu ihr aus, oder was meint ihr? Dann hätte ich aber gesagt, war's das mit diesem Video von Horse Reality. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!